Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Kurz ein Nachtrag aus dem Schnitt. Hier wäre praktisch der Zukunftstuxer von diesem Video. Ja, beim Schneiden des Videos ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so genau darauf eingegangen bin, worum geht es überhaupt in diesem Video. Und zwar geht es in diesem Video um Sprites. Und zwar um das Einfügen von Sprites in das D42 Adventure Systems. Ne? Ich finde in diesem Buch hier, da geht man nicht so richtig drauf ein, wie das überhaupt funktioniert, worauf man achten muss, welchen Sprite-Typ man nehmen kann, wie man das richtig einstellt und so weiter. Also ich habe insgesamt bestimmt 1,5 Stunden daran rumgeflucht, dass ich die blöden Sprites nicht eingefügt bekomme. Lag unter anderem auch darum, weil ich einen falschen Sprite-Typ genommen habe und vor allen Dingen die Einstellung im D42 Adventure-System. Da gibt es den einen oder anderen Kniff doch zu beachten. Zum Beispiel, dass man die Sprite-Farbe dementsprechend richtig anwählt und zwar auch an der richtigen Stelle klickt. Wenn dann dieses Farbmenü aufgeht, nicht auf die Farbe klicken, sondern auf die Zahl, die daneben ist. Solche Sachen zum Beispiel. Ja, und dass man die jedes Sprite auch genau in der Grafik positionieren kann. Und ja, solche Geschichten, sage ich einfach mal. Das so viel vorweg. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und auf jeden Fall nachmachen. Ich versuche jetzt mal den Sprite Designer. Ich fange einfach mal an. So, wie Sie sehen, was können wir jetzt hier machen? Ich mache jetzt hier keine großen Effekte. Ich mache einfach mal ein Sprite. Ja, also ungefähr. Kann man auch mehrere Farben angeben. Wie komme ich denn da oben hin? Mindestens 2 Farben sollte so ein Sprite ja schon haben. Ah ja, jetzt hätte ich hier Farbe 2. Lässt sich eigentlich recht gut bedienen. Dann hätte ich ganz gerne hier noch Farbe 3. Wie komme ich da hin? Space, Spring. Ups. Ach, ich kann meine ganze sogar noch verschieben. Okay, XY. Ah, das ist gut. Das konnte auch, glaube ich, mit den anderen nicht so ohne weiteres. Kann man das nochmal neu positionieren. So, und jetzt möchte ich dich abspeichern. Wie geht das? Animate off. Genau, ich möchte nichts Animiertes, einfach nur ein Sprite. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Save Sprite wäre es. Okay. No. So, machen wir Shift 1. Ah ja, machen wir einen braunen Griff. Ups. Ja, das wäre braun. Und eine graue Klinge. Und Background mache ich mal meinetwegen in Gelb. Dann sagen wir ihn Save. Viele Name. Kneif. 5. Ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber das habe ich ja gar nicht vor. Ich will einfach nur ein Sprite. Ich will nicht mehr und auch nicht weniger. Sprite 5. Da ein Block. Okay, wir machen Versuch. Wir machen einen Versuch. D42 Editor. So, neuer Versuch, neues Glück. Ich sage ihm Ladedateien, Lade Sprites. Ich sage ihm Messer. Du sollst Kniefe 5 bekommen. Was einen Block hat. Hier ist er wirklich schnell. Fehlermeldung nicht vorhanden. Ich gehe Allgemeindaten, Objekte und gehe auf Messer. Messer, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich sage, du bist ein Multicolor. Ich vergebe hier nochmal ein paar Farben. Keine Ahnung, ein Weiß und ein Grün. Objektfarbe, keine Ahnung, Gelb. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bin auch auf Rucksack. Was ist da passiert? Hallo? Messer. Aber auch da passiert nichts. Ich kann kein... Ich kann nichts erkennen, ich kann nichts erkennen. Nein, nein, nein. Ich kann hier machen Hintergrundfarbe. Ach, Hintergrundfarbe, den machen wir mal. Ist immer noch schwarz. Verstehe ich nicht.
sondern die heißen Hintergrundfarbe. Ich habe mir jetzt gesagt, Hintergrundfarbe, nee. Du bist, sagen wir mal, rot. Aber er springt immer wieder rum auf Schwarz. Das ist ja das Komische. Dann gehe ich nochmal auf die Positionierung. Messer. Messer. Achso, hier muss ich. Positionierung. Ah! Ich habe ein Messer! Ich habe ein Messer! Nicht schön, aber selten. Ich habe ein Messer, juhu. Es sollte ja zumindest zwei Farben haben. Also, ja, ich komme bei der Sache auf jeden Fall schon näher. Gut. Ich meine, die Grafik, das Bild als solches wird da jetzt hier auch falsch dargestellt. Die einzelnen Kreise, die sind ja normalerweise auch farbig. Und ich positioniere jetzt einfach mal jetzt hier neben die drei. Genau, mehr mache ich nicht. Ich habe jetzt aber nicht Multicolor angeklickt. Was heißt ein Multi? Viel. Zwei Farben wäre ja schon Multi eigentlich, ne? Ist egal. Komm, wir klicken das jetzt nochmal an. Sagen in Positionierung Messer. Ach, hier muss ich ja klicken. Positionierung. Ah! Sieht noch schöner aus, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe so das Gefühl, es könnte funktionieren. So, ich gehe nochmal auf Nummer sicher und sage ihm, Datei speichern. Alle Files speichern. Da bin ich auch nicht so ganz durchgeblickt, ob ich jedes Mal wirklich auf alle Files klicken muss, weil das doch ziemlich lange dauert. Aber jetzt geht es mir erstmal nur darum, um zu wissen, welchen Sprite-Editor kann ich benutzen, wie viele Farben kann ich wählen und so weiter. So, der Commodore lädt und lädt und lädt. Jetzt müsste jeden Augenblick das Adventure-Spiel jetzt hier starten und ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert, dass ich einen Sprite erzeugt habe in meine Grafik. Das wäre jetzt dann doch eine tolle Sache. Ja, ihr hört schon die Musik. Ich switche wieder rum auf meinen Commodore. Und genau, die Text habe ich immer noch nicht geändert. Text von Oliver Lahm, Grafik Oliver Lahm, Musik von D42, Adventure System habe ich noch wieder dabei geschrieben. Die Idee ist natürlich auch von mir. Und der Besondere an Raum 00 ist, dass die Raumtexte, die werden quasi dann automatisch mit dran gehangen. Das habe ich jetzt auch herausgefunden. Und ja, viel Spaß beim Spielen. Jetzt wäre ich gleich in Raum 43. Und jetzt müsst ihr mal darauf achten, ob ihr gleich ein Messer seht. Und wenn wir jetzt ein Messer sehen, dann werden wir natürlich jubeln, ist auch ganz klar. Ja, ein Messer! Und die anderen Sprites sind auch da. Aber wie man sieht, sehen die natürlich komplett falsch aus. Aber das Messer sieht immerhin aus wie ein Messer. Nur das Messer ist nicht zweifarbig. Vielleicht muss ich das im Editor noch einstellen. Ich habe ja da die Option, die Farben einzustellen. Genau. Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt noch hinbekommen sollte, dass ich wenigstens zwei Farben habe im Sprite, dann wäre das schon eine super Sache. Gut, Ziel ist es natürlich, dass diese Gegenstände auf dem Tisch liegen und er soll dann dementsprechend dann die Messer in den Rucksack packen und dann sollten die dann eigentlich dann verschwinden vom Tisch. Ja. Das habe ich vor auf dieser Ebene. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im Editor wieder. Ich schaue hier nochmal nach, ob ich irgendetwas finde im schlauen Buch. Dann melde ich mich gleich nochmal wieder. So, ich habe etwas herausgefunden. Ich habe etwas herausgefunden. Und zwar habe ich die ganze Zeit hier einen Fehler gemacht. Multicolor ist klar, das muss man anklicken. Und zwar habe ich jetzt immer, wenn ich die Hintergrundfarbe ändern wollte, ich habe hier mal auf die Farbe geklickt. Und das funktioniert so nicht. Man muss hier auf die Zahl klicken. Und dann schon hat man dementsprechend eine andere Farbe. Jetzt hätten wir hier ein Blau. Und jetzt hätten wir hier ein Braun für den Griff. Und genauso habe ich das ja gewollt und programmiert. Ja, ich habe einfach mal auf doof auf die Zahl geklickt. Ich, so also aus Verzweiflung.
habe hier schon Selbstzweifel bekommen. Ich werde die Sprites jetzt nochmal neu zuordnen. Messer, Kniefe, Knife 5. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Objekte. Mit welchem Programm habe ich das jetzt gemacht? Das funktioniert auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Aus Grün machen wir natürlich braun, dunkelbraun. Das war richtig. Und aus Lila machen wir hellgrau. Okay, ich bin eine Sache auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Ich muss auf jeden Fall mit dem richtigen Programm den richtigen Sprite-Typ erstellen. Und dann kann ich das auch mit dem D42 Adventure-System jetzt einfügen. Jetzt weiß ich nur nicht, weil ich so viele Programme getestet habe, welches Programm ich jetzt genau genommen habe. Gut, ich würde sagen, ich melde mich wieder, sobald ich nähere Infos habe. So, ich habe einen Sprite-Editor gefunden. Mit dem habe ich das, glaube ich, gemacht. Und zwar ist das Sprite Design V2.0. Oh, so sieht der aus. Ich kann drei Farben wählen plus Hintergrundfarbe. So lasse ich es jetzt einfach mal. Drücke ich S. Viele Namen. Ich nenne es einfach mal Knife 6. Knife 6. Choose Sprite. Hier klicke ich einfach nur Enter, Enter. Mir geht es erstmal darum, ganz einfache, ganz primitive Sprites irgendwie in das Adventure hineinzubekommen. Gut, das ging ja jetzt ruckzuck. Und die anderen Knives könnte ich eigentlich bei der Gelegenheit erstmal löschen. Ich muss erstmal hier meine Diskette hier ein bisschen aufräumen. Das kann ich löschen. Eigentlich kann ich jetzt hier erstmal alles löschen. Räume hier ein bisschen auf. Hier unten habe ich ein Knife 6. Das bleibt natürlich bestehen. So, jetzt habe ich mich so ein bisschen mit dem Sprite Design Editor beschäftigt und der lässt sich wirklich super bedienen, auch mit dem Joystick hier. Habe ich jetzt schon so ein paar Sprites mitgezeichnet und jetzt mache ich noch irgendwie einen Ast fertig. So, das wäre jetzt mein Stock, den ich dann hinterher zum Wanderstock bearbeite. Ich drücke S wie Save und nenne ihn Astro. Und einfach nur Ast 1. Sagen wir Ast 1. Enter. Das ignoriere ich. Enter, Enter. Und er speichert dir jetzt sofort auf die Diskette. So wie ich es auch haben möchte. Enter, Enter, Enter und schon wäre es auf Diskette drauf. Ja, ich switch wieder rüber in den Editor und dann sehen wir uns dann gleich bei den weiteren Einstellungen. So, es geht weiter mit der Sprite-Bearbeitung. Ich brauche aber erstmal einen Raum, genau. Raum laden, ich habe gesagt, jetzt schon wieder vergessen. Gut, dass ich einen schlauen Zettel habe. Ich muss in Raum Simsalabim 4, 3 muss ich rein. Okay, kriegen wir hin. Hier ist 4. Und wo ist die 3? Die 3 ist da. Dann haben wir Raum 43. Ja, die Räume, die werden eigentlich ziemlich schnell geladen. Alle anderen Dateien brauchen ein bisschen länger, weil die so kompakt, also als Bündel geladen und gespeichert werden. Gut, hier wäre Raum 43. Ich muss in die... Nein, stopp. Ich muss erstmal die Sprites, die neuen Sprites reinladen. Datei laden. Sprites. Ast. Wie ist das jetzt? Ast 1, ne? Ast 1. Ich lade nochmal Directory. Das nützt alles nichts. Schreibe es am besten mal auf oder merke mir das so.
So, was haben wir denn da für Sprites? Ast 1, GPS 2, Kneif 2, oder? Heutzutage hat man ja ein Handy. Dann machen wir das mal ganz einfach. Weil ich ja vergesslich bin. Ich pack mir das hier hin. Dann habe ich immer mein Directory. So, Ladesprite, Ast. Ast 1, richtig? Ast ist Ast 1. Bam. Sprite. Weg haben wir nicht. Rucksack haben wir nicht. Messer haben wir. Messer ist Kneif 6. Kniefe 6. Dann haben wir noch ein Sprite. Apfel. Apple. Apple 1. Sprite GPS-Gerät. GPS 2. Ast. Und wir sehen sie nichts. Das fängt ja schon mal gut an. Hintergrundfarbe machen wir mal weiß. Ah, was haben wir denn da? Schön. Multifarbe. Braun, dunkelbraun. Hat er nicht genommen? Hat mich da wieder verklickt? Hat er nicht... Ah, ich muss hier vielleicht mit Multicolor anklicken? Ah, nur das ist natürlich hellgrün. Das ist hell oder dunkelgrün, eins von beiden. Multicolor 2 ist dunkelgrün. Ah, nee. Multicolor 2 wäre dann braun. Gut, da muss man so ein bisschen mal so ausprobieren. Objektfarbe wäre dann dunkelgrün, ne? Ich glaube, die Grüntöne muss ich vertauschen. Das muss hell sein. Und das andere muss dunkel sein. Ich glaube so. Ja, so habe ich das gemacht. Ich könnte den Hintergrund vielleicht nochmal irgendwie. Ja, so sieht man das besser, ne? Doch wenn ich es auf schwarz mache. Ja. Lassen wir mal auf schwarz. Ist das so standardmäßig? Prima, es funktioniert. Es funktioniert. Weg. Ja, okay, ist jetzt so. Ist jetzt so. So sieht mein GPS-Gerät aus. Ja, ist okay, kann ich damit leben. Ja, dann positionieren wir das. GPS-Gerät in Raum 43. Schon wieder verklickt. Ich muss natürlich auf Posi gehen. So, wo packen wir das hin? Ja, packen wir es mal hier hinten. Da. Das Messer kriegt auch einen neuen Platz. Da kommt hier oben hin. Warum war das denn jetzt gelb? Na, ist egal. Ich hinterfrage mal nichts. Den Apfel, der kommt jetzt hier zwischen. Oh ja. Es fehlt noch ein Teil, fehlt noch. Ein Ast. Einfach nur mal zu Testzwecken. Packe ich den auch hier rein. Einfach nur mal so zu gucken, wie der so aussieht. Die Farben stimmen auch schon wieder nicht, ne? Ich packe den mal hier hin. Ich gehe raus, sage ihm Raum speichern, 43. Ja, und dann können wir wieder testen, ob es funktioniert hat oder nicht. Jetzt geht's los. Die Musik ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Mit freundlicher Unterstützung von Cracking Soft Electronic, gegründet 1987. Und wer ist eine Person von Cracking Soft Electronics? Wir haben damals so ziemlich alles gemacht, aber Software gekriegt hat man nie. Aber wir hatten schon mal einen Namen, immerhin, ne? Kann auch 1986 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr so genau, wann wir gegründet haben. Und wir haben Sprites. Yeah. Aber warum haben die alle verschiedene Farben? Da ist irgendwie nur etwas schief gelaufen. Da ist noch irgendwie etwas schief gelaufen. Der Stock sollte natürlich braun sein. Die Blätter grün. Der Apfel sollte rot sein. GPS-Gerät, das passt. Das Messer ist auch nicht ganz richtig. Ja. Gut. Wir machen einen Test.
wir nehmen jetzt erstmal alles auf. GPS-Gerät. Toll, dass du auch an die Navigation gedacht hast. Ja, so bin ich. Nimm Messer. Super, du hast ein Messer aufgenommen. Damit kann man bestimmt tolle Sachen mitmachen. Den Satz muss ich auch nochmal ändern. Apfel. Prima, du hast einen Apfel aufgenommen. Dieser sollte mir, eigentlich dir muss er jetzt stehen, bei Bedarf Energie geben. Genau. Und Ast eigentlich nicht, den habe ich einfach nur mal so mitgenommen. Und da fehlen nämlich Texte dahinter. Und es sagt ja einfach so, weil so eine gewisse Automatik dahinter ist, okay, ich habe es genommen. So, und wenn wir jetzt gucken in die Inventarliste, ist jetzt alles drin. So, kann ich jetzt eigentlich schon kombinieren? Kombiniere Ast mit Messer. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, da muss ich in die Bedingungen oder Verknüpfung da auch nochmal hinein, weil daraus sollte er eigentlich jetzt den Wanderstock zaubern. Das war jetzt so der Plan. Gut, was kann man noch machen? Jetzt könnte ich, wenn ich auf Umsehen gehe, sind alle Grafiken weg. Vorhin haben wir noch gesehen, dass das GPS-Gerät, Ast etc. Hier abgebildet war. Und dadurch, dass er es aufgenommen hat, ist es jetzt halt eben von der Grafik weg. So habe ich es auch gewollt. Die Grafik wird insofern noch bearbeitet. Da wird ein Tisch sein. Da sind die Gegenstände drauf. Und sobald er einen Gegenstand wegnimmt, verschwindet das auch von der Grafik. So, und das soll es auch endgültig gewesen sein zum Thema Sprite mit dem D42 Adventure System. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! Ein kurzer Nachtrag zu meinen Sprites bzw. zu meinem Startbild. Das wäre mein Zuhause. Raum 43 habe ich nochmal Klammern dabei geschrieben, damit ich das hinterher besser zuordnen kann. Das wird natürlich hinterher verschwinden. So, was steht denn da geschrieben? Du bist zu Hause und willst deinen Rucksack für eine große Wanderung packen. Es befinden sich noch einige Gegenstände auf deinem Tisch. Und zwar da rechts, das soll jetzt in der Draufsicht der Tisch jetzt darstellen. Hätte ich vielleicht auch in braun machen sollen, nicht in schwarz. Das werde ich, glaube ich, nochmal korrigieren. Bitte pack diese in deinen Rucksack ein. Wenn du alles im Rucksack hast, kann die Reise beginnen. Gut, dann machen wir das mal. Ich gehe hin und sage, nimm wir mal einen Apfel mit. Prima, du hast einen Apfel aufgenommen. Dieser sollte dir bei Bedarf Energie geben. Jawohl. So, wenn ich jetzt auf Umsehen klicke, siehe da, der Apfel ist weg. Yippie-yay. So, das machen wir jetzt für jeden Gegenstand so. Nimm Messer. Super, du hast ein Messer aufgenommen. Damit kann man bestimmt tolle Sachen mit herstellen. Gehe ich wieder auf Umsehen. Und siehe da, er ist weg. Und das ist ein GPS-Gerät. Nimm GPS-Gerät. Toll, dass du an die Navigation gedacht hast. Genau, umsehen und das GPS-Gerät ist weg. So muss das sein. Jetzt nimm Ast.